einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zu Pronto. Und der Sendungsname ist hier auf Programm. Schnelles Geld für Sie, wenn Sie denn Lust haben. Dann sollten Sie jetzt schon mal Ihr Telefon holen, denn es wird heiß. Wir haben super viel Geld und wie Sie lesen können, morgen ist das Geld bereits auf Ihrem Konto. Das heißt, alles, was Sie heute hier bei mir gewinnen, wird direkt im Anschluss an diese Sendung an Sie überwiesen. Und Sie kriegen nochmal schönes Weihnachtsgeld schon morgen. Unser erstes Spiel ist was ganz Entspanntes, liebe Zuschauer. Sie sehen ein nettes winterliches Bild und auf diesem Bild befinden sich verschiedene Gegenstände oder ähnliche, was weiß ich, also Sie sehen ja, was da drauf ist. Und ich möchte etwas wissen, in diesem Umschlag steht's, und zwar eine Sache, die sich auf dem Bild befindet, die ein E enthält. Es ist eine Sache, die jeder sehen kann, die nicht schwer ist, die ich mir selber ausgedacht habe und die befindet sich irgendwo in diesem Bild. Und wenn Sie mir jetzt das richtig sagen, kriegen Sie 100 Euro und die sind schon morgen auf dem Konto. So, Umschlag lege ich hin, damit Sie auch gar nicht sagen können, hier hat sich später erst was ausgedacht. Nee, wir starten sofort los. Könnt ihr mir einen Gefallen tun, die Kopflichter ausmachen? Bitte, 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 bitte. Die blenden so extrem. Alles klar. Gut, wir starten, liebe Zuschauer. 01379, 3x die 4, 3x die 9 in 5. Drei, zwei, eins, los geht's! So, ganz ungewöhnlich für mich am Nachmittag um diese Uhrzeit hier mal zu stehen, aber macht natürlich auch Spaß. Wir haben tolle Sachen vorbereitet und ich möchte von Ihnen ganz gerne wissen, welcher Gegenstand, welche Sache, welche Dinge Sie dort sehen, welches Objekt, sehr gut, ja, Milan, ein Traum. Welches Objekt sehen Sie denn auf diesem Bild, was ein E enthält? Wir haben nur etwas genommen aus dem Bild, jetzt ist ja auch nicht so wahnsinnig viel drauf auf dem Bild, finde ich persönlich. Also deswegen Konzentration, sollten Sie mir eine falsche Antwort sagen, werden Sie auch belohnt. Also ich bin heute gut drauf. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo, da ist der Markus. Hallo Markus, grüß dich. Sag mir mal einen Begriff, der ein E enthält. Wird man Schnee. Schnee, das ist natürlich ganz klar ein E, aber habe ich nicht in meinem Umschlag, kriegst trotzdem 10 Euro von mir, ja? Ja. Dankeschön, bleib am Telefon. Morgen ist es auf dem Konto. Wieso? Der Umschlag liegt doch hier. Sieht man doch. Na, ich lass den hier liegen. Kann ich natürlich die ganze Zeit halten. Achtung, ja. In 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Ganz, ganz schnell. Und auch die 10 Euro, die Sie heute hier bei mir gewinnen sollten, falls Sie nicht die richtige Lösung haben, sind bereits morgen auf Ihrem Konto. So, geben Sie Gas. Welche Sachen sehen Sie denn da, die ein E enthalten? Schnee haben wir gerade genannt bekommen, ist nicht richtig. Haben Sie noch was anderes? Kleines Aufwärmspiel hier, bevor wir richtig hart zur Sache gehen und Sie ordentlich viel Geld gewinnen können. Achtung, 100 Euro sicher und es klingelt. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag. Wie heißen Sie? Spindle. Frau Spindler, was sehen Sie auf dem Bild, was ein E hat? Eine Laterne. Eine Laterne sehen Sie. Das stimmt, das hat ein E, aber das habe ich gar nicht als Laterne. Ich habe es irgendwie, trotzdem. Ja, aber Sie kriegen 10 Euro, bleiben Sie am Telefon, ja? Ja, danke. Danke, tschüss. Tschüss. Nächster, in 3, 2, 1, Feuer. So, eine Runde jagt die nächste. Wenn Sie mitspielen wollen, seien Sie bitte 18 Jahre oder älter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und alles, wie gesagt, was Sie heute hier gewinnen, ist morgen bereits auf Ihrem Konto. So, hier in diesem Umschlag ist die Lösung drin, das, was ich mir ausgedacht habe, was auf dem Bild drauf ist. Wenn Sie jetzt Laterne sagen zum Beispiel, und ich hätte die Straßenlaterne genommen, hätte ich das natürlich gelten lassen. Ja? Also keine Sorge. Es ist nicht wichtig, dass nur ein E in dem Wort drin ist. Hauptsache, es ist definitiv ein E drin. Darum geht es mir. Und alles, was Sie auf dem Bild sehen, und so viel ist es ja nicht, hat ja nicht zwingend ein E. Das heißt, es gibt nur ein paar Objekte, die dort ein E enthalten. Und das möchte ich gerne von Ihnen hören. Wenn Sie eine Idee haben, 01379, 3x die 4, 3x die 9, wählen Sie sich ein, nutzen Sie Ihre Chance. 100 Euro morgen direkt auf Ihrem Konto. Und natürlich auch die Zehner, die Sie hier kriegen, wenn Sie nicht richtig liegen. Wir haben fantastische Spiele mitgebracht und das ist nur hier, um ein bisschen warm zu werden. Ist ja jetzt auch kein mega spannendes Bild, eine Winterlandschaft sozusagen, ja, wie wir sie jetzt noch des Öfteren erleben werden, denn es ist ja Winterzeit. Und Sie können mitspielen und sich hier ganz schnell einwählen. Wenn Sie Lust haben, eine SMS zu schicken, können Sie auch das gerne tun. 3x die 4, 3x die 9, bitte eine leere Mitteilung senden, das ist ganz, ganz wichtig. Und aus Österreich sind Sie natürlich auch herzlich willkommen unter der 0901 074499. So, 100 Euro, was haben Sie für eine Idee, sobald es wieder klingelt? Auf Nord-Button, das heißt, jede Sekunde kann es hier klingeln und jede Sekunde kann irgendjemand von Ihnen hier bei mir sein. Pronto am Nachmittag, in meiner Wenigkeit, ich glaube, unter der Woche am Nachmittag haben Sie mich vielleicht in den letzten 2 Jahren einmal gesehen. Aber heute ist es soweit, heute darf ich wieder hier sein und Sie sagen mir bitte einen Begriff, der ein E enthält. Wenn Sie was haben,
dann ganz schnell einwählen, denn sobald es klingelt, ist der Anrufer auch schon bei mir. Und 100 Euro haben oder nicht und schon vor allen Dingen morgen haben, jetzt wo man auch auf den letzten Drücker vielleicht ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen kann, das wäre doch ideal, oder? Deswegen greifen Sie zu, nutzen Sie Ihre Chance und gehen Sie zum Telefon. 01379, 3x4, 3x9. 100 Euro sicher, mein Angebot an Sie. Wenn Sie es nutzen möchten, dann jetzt. So, was sehen Sie denn da? Ja. Achtung. Ganz, ganz schnell. Ach was. Ach, die zwei Anrufer, die hier die 100, wobei, ich habe das ja moderiert, ne? Ich habe ja gesagt, was hier in meinem Umschlag steht. Das möchte ich gern haben, aber es stand unten drin falsch. Okay, dann kriegen die zwei Anrufer, die gerade hier waren, haben die Glück gehabt. Großartig, der Marco und die Frau Spindler, die haben nämlich gerade mitgespielt. Und die kriegen 100 Euro, weil es unten nicht korrekt drin stand, auch wenn ich es gesagt habe. Aber wir wollen ja menschlich sein und wollen ja vor Weihnachten hier weder stressen noch irgendwie gemein sein. Im Gegenteil, zugunsten für unsere Anrufer. Deswegen, die beiden haben Glück gehabt. Aber alle anderen müssen mir bitte den Begriff sagen, der sich hier in dem Umschlag befindet, liebe Zuschauer. Was? Das ist nett, das ist fair, das ist transparent, das ist gerecht, das sind wir.